Hey Leute, ich bin's wieder, euer Icy und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute, was war das wieder für eine Woche? Bevor ich darauf eingehe, will ich euch noch kurz sagen, Lachse wurden in der Wupper gefunden. Zwei Lachse, wieder in der Wupper. Jetzt nicht direkt hinrennen, um die Lachse zu fangen, okay? Aber es wurden wieder Lachsexemplare in der Wupper gefunden. Nur als News, wo ich nicht direkt hier was Großes thematisch aufmachen würde. Habe ich jetzt auch wieder rausgelöscht. Zack, wurde erwähnt. Aber diese Woche, Leute, war krass. Thematik Matze Koch. Sehr viel Trubel und Wubel deswegen. Und dann noch die Thematik mit Videoverbot in den Niederlanden. Jeweils mit zwei Videos auf die Thematik eingegangen und das war krass. Ich bin tatsächlich auch froh, dass es jetzt erstmal vorbei ist und wir jetzt hier ganz anständig wieder hier in die Angel-News reingehen können und auf ganz entspannt machen, weil das war wirklich stressig. Das war schon wirklich stressig. Ne? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber okay. Ich denke, wir haben es gut gemeistert. Ich denke, die Informationen sind durchgekommen und ich denke, die Sachen sind hiermit auch geklärt. Wenn ihr das seht, bin ich sehr wahrscheinlich angeln, Leute. Ich hoffe. Und zwar mit dem Kajak. Das war, dass ich da mal wieder ein bisschen was aufnehme. Ich habe schon Bock drauf, Leute. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Bisschen Kajak-Action. Sehr, sehr geil. Und ich hoffe, ich kann auch mal wieder einen schönen Fisch fangen. Denn der Abschluss meiner Forellensaison lief alles andere als berauschend. Nur Kinderschule. Und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr und habe nicht mehr weiter gefilmt und so. Nee. Hat mich irgendwie nicht abgeholt. Vielleicht werde ich meinen Lieblingsspot im Sauerland auch einfach mal ein Jahr in Ruhe lassen und dann nicht mehr hinfahren. Und vielleicht nächstes Jahr mal gucken, wo ich sonst noch so Forellen fangen kann. Ne? Mal was Neues suchen, mal was Neues ausprobieren. Irgendwie so. Werde ich mir auf jeden Fall noch was ausdenken. So, wir gehen mal in die Themen dieser Woche rein, Leute. Let's go. Phil Foden bekennt sich zum bekennenden Angler. Easy Fishing und Hobie. Paul Rosarios bei Bullseye. Fly Fishers Club erlaubt Frauen als Mitglieder. National Predator League und Termine für 2025. Und Salah, der Wüstenfuchs, holt wieder einen Platz 1. Und falls auch du immer auf dem neuesten Stand der Angelszene sein willst und keine Folge Angel News mehr verpassen willst, dann lass jetzt ein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News. Alles rund ums Angeln. Leute, Phil Foden, Fußballstar von Manchester City, ist leidenschaftlicher Angler. Dies kam jetzt zum ersten Mal wirklich zur Geltung für Leute, die ihn vielleicht nicht verfolgen. Für Leute, die ihn verfolgen, wissen das wahrscheinlich schon länger, da er auch seine Fänge von seinen Angeltrips mit seinem Sohn oder seiner Familie auch auf Instagram postet. Aber jetzt gab es ein Video auf Corda TV Carpfishing, ein 250.000 Abonnenten Kanal, der sich hauptsächlich um das Karpfenangeln bezieht von der Firma Corda. Dort waren sie mit Phil jetzt Karpfenangeln. Und Phil hat viel von seiner Leidenschaft, wie er zum Angeln gekommen ist, warum er heute noch angelt, warum Angeln für ihn in der stressigen Fußballzeit für ihn so wichtig ist und warum es für ihn eine familiäre Leidenschaft ist, erfahrt ihr alles in dem Video. Das Video heißt Manchester City Star Phil Foden Swaps Football for Carp Fishing with Neil Spooner. Spooner's Vlog. Link packe ich euch unten in die Infobox. Für alle Fußballfans oder für alle Angelfans natürlich und Karpfenfans besonders ist das, denke ich mal, ein schönes Schmankerl. Ich finde es immer gut, wenn wir über sowas berichten. Ich glaube, wir hatten auch mal einen Bericht über Haaland. Der angelt, glaube ich, auch. Und sowieso relativ viele Rapper, relativ viele Leute aus der berühmten VIP-Szene, sage ich mal, sind ja auch Angler. Leute, der gute Easy Fishing hier auf dem Bild zu sehen mit einem Prachtexemplar eines Zanders. Viele von euch vielleicht auch bekannt unter dem Fotografen von BKK, der die Produkte immer in ein gutes Licht setzt, hat jetzt ein neues Chapter verkündet und zwar die Zusammenarbeit mit Hobie, Catawest Hobie. Und dabei schreibt er auf seinem Instagram: Hallo liebe Angelfreunde, ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ich ab sofort offizielles Mitglied im Team von Catawest Hobie bin.
Diese Zusammenarbeit bedeutet mir unglaublich viel, da Hobi nicht nur eine führende Marke im Bereich Kajakfischen ist, sondern auch perfekt zu meiner Leidenschaft für das Angeln passt. Gemeinsam mit Hobi werde ich die Möglichkeit haben, noch intensiver in die Welt des Kajakfischens einzutauchen und dabei neue Abenteuer zu erleben. Besonders freut es mich, dass beide Seiten voller Begeisterung in diese Partnerschaft starten. Wir haben viele spannende Projekte in Planung und sowohl CataWest als auch ich sind fest entschlossen, das Beste aus dieser Zusammenarbeit herauszuholen. Wir teilen eine gemeinsame Vision und freuen uns darauf, unsere Expertise und Leidenschaft zu vereinen, um euch in Zukunft noch mehr beeindruckende Inhalte und Erlebnisse bieten zu können. Es steht also eine aufregende Zeit bevor und ich kann es kaum erwarten, euch auf dieser Reise mitzunehmen und euch an den neuen Abenteuern teilhaben zu lassen. Bleibt gespannt, es wird großartig. In dem Sinne, Leute, da werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit mehr von erfahren. Alle Infos dazu findet ihr natürlich in der Infobox. Da findet ihr auch den Account von Easy Fishing. Und da können wir uns, denke ich mal, auf gute Fotos, Angelcontent vom Kajak etc. schon mal freuen. Easy Fishing, jetzt neues Teammitglied bei CataWest Hobi. Für die nächste News muss ich gar nicht so viel reden, aber hier geht es um die neue Bullseye-Info. Denn Paul Rosarius, aka Predator Paul auf Instagram, ist neu im Team von Bullseye. Aber was dort seine Aufgaben sind und was er dort macht, erzählt er uns in einem Reel, was ich jetzt mal starte, Leute. Moin, liebe Bullseye-Family. Ich bin Paul und bin ab jetzt Teil des Bullseye-Fishing-Teams. Ich freue mich mega am Start zu sein und solch geile Produkte angeln zu dürfen und eine solch tolle Marke repräsentieren zu dürfen. Ich bin 24 Jahre alt, fische hauptsächlich in den Niederlanden und ziemlich gern auch Turniere. Turniere ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich dieses Jahr zusammen mit Tim, den ihr natürlich alle schon kennt, bei YPC Boat mitgefischt. Also der YPC Boat 2025, den ihr nächstes Jahr sehen werdet. Ihr könnt gespannt sein, was Tim und ich beim YPC gerissen haben. Außerdem könnt ihr euch auf coolen Content freuen. Instagram-Videos, YouTube-Videos und ganz, ganz viel Input rund um das Thema Bullseye. Also, viel Spaß am Wasser und folgt Bullseye Fishing, um nichts zu verpassen. Stark. Sehr, sehr, sehr stark. Ey, krass. Und da haben wir natürlich auch schon einen YPC Boat 2025 League direkt mit drin. Interessant, oder? Sehr, 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 sehr geil. Paul, in dem Fall, alles, alles Gute bei Bullseye. Bullseye natürlich alles, alles Gute mit Paul. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Partnerschaft. Und ich denke, das wird sehr, sehr gut funktionieren. Alles, alles Gute für die Zukunft. Jetzt gehen wir tief in die englische Geschichte. Ihr seht hier schon die Schlagzeile. This is great news. Fly Fishers Club members vote to allow women. Hier geht es um Fliegenfischerclubs, die damals in der englischen Tradition als Gentleman Clubs sozusagen gegründet worden sind. Damals waren wirklich nur Männer erlaubt bis zur heutigen Zeit. Also gab keine Weiterentwicklung in Form von wir nehmen auch weibliche Mitglieder auf. Jetzt hat sich zum Beispiel Amy Flyfish, große britische Instagrammerin, die sich sehr viel mit Fliegenfischen, Rechten etc. auseinandersetzt, hat diesen Clubs geschrieben. Und auch Lucy Mantle hat sich dafür eingesetzt, dass Frauen für diese Fliegenfischerclubs aufgenommen werden können. Dieser Einsatz hat sich wahrlich gelohnt, denn die Mitglieder dieser Fliegenfischerclubs haben sich hingesetzt und haben untereinander abgestimmt und haben gewotet, dass Frauen erlaubt sind. Das ist ein großer, großer Schritt in der Geschichte des englischen Fliegenfischens und ich denke, das sollte hier auf jeden Fall nochmal erwähnt sein. Gratulation auf jeden Fall an dieser Stelle und viel Spaß, falls man diesen hat, in diesen Fliegenfischerclubs. Ich hoffe, der News reißt mir einfach hier die Lippe auf. Ich hasse es so sehr. Das ist das, was ich am meisten hasse. Am Winter. Und an den
Heizungsluft etc. Scheiße. Egal. Leute, die Termine für die National Predator League sind raus. Hier. Abgucken. Infobox findet ihr unten alle Infos. Weitere Perch Cup, Pike Cup, Predator Cup, Season Opening, Thunder Cup, Thunder Cup, Perch Cup, Predator Cup. Kein Treffpunkt am Morgen. Ich starte alle Wassertickets ab dem 6.12.2024 erhältlich. Sorry. Also in 2 Monaten. Merkt euch das. Und dann schnell sein. Nächste Woche gibt es auch Infos zum 24-Stunden-Cup wieder, welcher auch nächstes Jahr wieder stattfindet. In dem Sinne, alle Turnierfreunde, auschecken. Leute, Salah Edibe, der Wüstenfuchs von Spro, hat wieder zugeschlagen. Und zwar der erste Platz beim Kajakcentre.nl Turnier Fishing Tournament 2024. Ein Kajakturnier, wo Salah Platz 1 geholt hat. Letztens habe ich noch irgendwo so einen Spruch gehört, wo irgendwer meinte, ey Jan, wo ist eigentlich Salah? Und da meinte Jan nur so, ey, der holt gerade wieder einen Weltmeistertitel. Irgendwo war das. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen oder gehört habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber witzig, dass dann irgendwann direkt diese News hier kam. Sehr, sehr, sehr witzig. Glückwunsch, Salah, an dieser Stelle. Sehr, sehr geil. Aber Salah hat auch nochmal auf seinem Instagram geschrieben. Wow, ich bin einfach happy. Denke, da muss man nicht viel schreiben. Gestern habe ich wieder einen Wettbewerb gewonnen. Kajak Santro Tournament 2024. Aber wisst ihr, was wichtiger ist? Ich durfte 3 tolle Tage mit tollen Menschen verbringen. Team Kajak Center haben wieder alles super organisiert. Dieser Familienbetrieb ist einfach einmalig. Ich habe alte Freunde wieder getroffen und tolle Fische gefangen. Es waren so viele Eindrücke an diesem Wochenende. Einfach Wahnsinn. Und dann denkt ihr nochmal allen Sponsoren und alle Leute, die ihn unterstützt haben. Salah, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ich freue mich schon, dich wieder in Berlin zu treffen. Leute, und es ist wieder soweit. Wir losen den Gewinner von der letzten Angel News aus. Und ihr musstet einfach nur entscheiden, Morphish Box oder Better Fishing Box. Super einfach. Und wir starten mal, wer gewonnen hat oder verloren hat oder auch nicht gewonnen hat. Die Morphish Box wäre wirklich klasse. Per Du Nase. Herzlichen Glückwunsch. Schreibt mir eine E-Mail an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse unten in der Infobox mit deiner Adresse. Und dann schicke ich dir die Morphish Box zu. Herzlichen Glückwunsch. Leute, und jetzt kommen wir zu einem Special Giveaway. Oh, warte, ich muss noch richtig leuchten. Haben wir gleich. Und zwar zu diesem Special Giveaway. Und auf der anderen Seite, hier sind noch die Limitierung. 5 von 5. 5 Köder gibt es davon nur. 2 davon verlose ich an euch, Leute. Hier vorne ist mein Logo drauf. Und auf der anderen Seite steht Icy Land, Leute. Und ich habe euch gesagt, wenn ihr 100 Likes auf dem Video schafft, dann verlose ich 2. Das war eine leichteste Übung für euch, also verlose ich 2 davon. Ich mache es auch gar nicht so schwer. Schreibt mir einfach was in die Kommentare. Was zu den News, was euch am Herzen liegt, was auch immer. Und dann, nächste Woche, verlosen wir 2-mal. Also 2 Gewinner gibt's dann. Nächste Woche losen wir die aus. 2 Gewinner, die dann einen dieser limitierten Köder bekommt. Und ich bin gespannt, ob ihr die fischt oder nicht. Oder ob ihr euch in die Vitrine stellt. Oder einfach zurücklädt. Vielleicht fangt ihr damit auch euren PB. Kleinsten Zander, den es gibt. Oder den größten. Was auch immer. Auf jeden Fall ein geiler, geiler Köder. Das Ganze ist gemacht und sponsert von ProBaits Customized Fishing Gear, Leute. Der C4 in einer Special Edition, Leute. Also schreibt einfach was unten in die Kommentare. Und dann schreibt am besten noch rein, was ihr mit dem Köder machen würdet. Ob ihr ihn fischen würdet, ob ihr ihn wegstellen würdet, etc. Hat auch keinen Einfluss darauf, ob ihr gewinnen werdet oder nicht. Und wenn das entscheidet, das los. Viel Erfolg, Leute.
Leute, und das war sie, die Angel-News dieser Woche. Angel-News 36? War das 36 oder 37? Ich hab's jetzt nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall war das die aktuelle Angel-News. Wir haben alle Themen wieder aufgeholt, aktuelle Themen angesprochen. Ich denke, war viel los. Die beiden wichtigsten Themen haben wir ja in Einzelvideos besprochen. Mal gucken, was dann nächste Woche abgeht. Ah, wir hatten auch noch den vermissten Angler. Da ein kleines Update. Es gibt jetzt auch, weil viele haben vermisst, Pressemitteilungen und so. Aber jetzt gibt es Pressemitteilungen in Belgien, in den Niederlanden, in Deutschland, überall. Und der Angler wird weiterhin vermisst und wurde nicht gefunden. Das Boot wurde gefunden, aber alles Weitere nicht. Also der Angler an sich nicht. Ja. Das zu dem Thema, Leute. Das zu dem Thema. Ansonsten, was steht nächste Woche an? Hier in meinem Lager sind 2 Fishing King Sets, die wir testen werden und ich euch zeigen werde. Den neuen Kescher werde ich schon mit zum Angeln nehmen. Dann die Draken One, die Baitcaster Rolle, die ich hier noch habe. Da werde ich noch Video für euch machen. Morgen probiere ich ein Kajak-Video für euch aufzunehmen. Ist auf jeden Fall wieder einiges los. Mal gucken, was kommt. Und ich hoffe, ich komme nächste Woche endlich mal wieder zu den versprochenen Azoren-Content, der leider ausfallen musste aufgrund der Video- und der Matze-Koch-Debatte. Leute, in dem Sinne, startet gut in die Woche. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst ein Abo da. Danke für den krassen Support der letzten Tage. Wir haben zur Hälfte des Monats schon die über 100.000 Klicks erreicht, was ein Browser mit einem Video macht. Aber wir brauchen dafür mindestens immer einen Monat. Aber was ja auch vollkommen okay ist. So, Leute, in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Falls ihr im Wasser seid, ein dickes Petri. Das Allerwichtigste, bleibt gesund. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Und denkt immer dran, ohne euch keine Angel-News. Euer Icy, macht's gut. Ciao.